Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist wieder Pink Spirit Talk Zeit. Es gibt heute was auf die Ohren, muss ich jetzt gerade lachen. Heute ist das Thema so, der Alltag als Medium, wie die Arbeit so ist. Erreiche mich doch immer wieder Frage, wo ich mich mega drüber freue. Weil das so Spaß macht, wenn ich sehe, dass meine Arbeit angenommen wird und man Frage dazu hat und mir es genauer verstehen möchte. Also mega Dank. Ich erzähle einfach so im Moment, weil doch, ich habe so das Gefühl, im Moment ist es echt die Zeit, die sehr tief geht, die bewegt. Klar, jetzt fängt auch wieder die dunkle Zeit an, was weniger schön ist, was für mich nicht schön ist, bin ich ehrlich. Gerade die Zeitumstellerei, was ich verfluche, verdammt nochmal, warum kann man die Uhr nicht so lassen? Was bringt mir morgen früher Stunde hell, wenn ich eh auf Arbeit bin, wie abends, wo man dann nochmal raus kann, aber egal, so jetzt ein Thema um Himmels Willen, kam jetzt gerade so durch, ne? Ihr kennt mich ja. Nein, aber es geht jetzt wieder so die dunklere Zeit los, also der November ist ein Monat, ich bin ehrlich, den mag ich auch nicht so. Dezember freut man sich dann schon wieder auf Weihnachten und dann geht es eh wieder raus, wobei ich, muss ich erst sagen, um die Weihnachtszeit, die Rauhnächte unendlich liebe, also ich habe es die letzten 2 Jahre praktiziert. Ich habe so ein kleines Büchlein, wo für jeden Tag eine Meditation steht oder was man an Rituale machen kann. Also immer ganz pragmatisch, ihr wisst. Also ich habe keinen Nerv, durch den Wald zu rennen und um die Bäume zu rennen, obwohl ich den Wald mega liebe. Das ist meine Tankstelle. Ich liebe den Wald und Bäume finde ich mega schön. Aber ihr kennt mich, ich bin doch sehr bodenständig und das ist nicht so meine Welt. Es muss immer für mich einfach, praktikabel sein und ohne großes Shishi und Shasha und ich stelle mich auf den Kopf und wedel dreimal mit dem Arsch, keine Ahnung, sorry, sondern es muss echt einfach sein. Und auf die Zeit freue ich mich, also ich praktiziere das so, wie gesagt, ich habe so ein kleines Buch, Achtung Werbung, vom Schirner Verlag ist es, so ein kleines Büchel, wo für jeden Tag eben was drinsteht. Ich meditiere an denen Rauhnächtage noch intensiver, bin viel mit meinem Geistführer verbunden. Was passiert an der Rauhnächte? Die sie noch nicht kennen. Die Portale sind einfach weiter auf, so heißt es. Also ich finde die Zeit aber auch sehr intensiv. Man sagt auch das, was man nachts träumt. Also jede Nacht steht für einen Monat. Das wird Thema in dem Monat sein. Und ich dachte immer, ja, ist klar. Ja, alles ist eingetragen. Also es ist immer, ich nehme dann immer, genau, anders gesprochen. Ich habe ein Büchlein, wo ich dann jeden Tag mir Notizen mache, wo ich aufschreibe, was ich geträumt habe, was mich an dem Tag beschäftigt hat. Ich ziehe für jeden Monat dann halt, weil wie gesagt, jeder Tag oder jede Nacht steht für einen Monat eine Karte, so mit einer Botschaft für die Zeit oder für den Monat. Und nicht immer, aber so, ich glaube, so alle 3 Monate gefühlt, nehme ich dann das Büchlein wieder zur Hand und gucke, was ist passiert. Und ich muss euch sagen, scheiß die Wandlein, das trifft immer ein und es passt immer zu dem Monat. Also echt mega schön und ich finde die Zeit halt wunderschön, macht da Kerze an. Und obwohl, ihr wisst, ich bin nicht so der Räucherstäbchen-Fan, aber selbst in denen Tage mache ich einmal am Tag ein Räucherstäbchen an, sogar ich. Und genießt es und bin da bei mir. Und ja, da kommt dann manchmal auch Schmerz hoch, was so sich sehr über aufgestaut hat. Oder ist dir Ding, werde Dinge bewusst. Also ich liebe das, keine Ahnung, warum ich euch das jetzt erzählt, aber das kam gerade so hoch zu der Zeit einfach. Genau. Und trotzdem kann uns gerade in der Zeit, wo es ein bisschen dunkel draußen ist, wo man vielleicht eher gedrückt ist, also ich bin zumindest ein Mensch, also ich liebe den Winter, also ich liebe jede Jahreszeit, ne? Den Herbst, Winter, egal was. Aber wenn ich den Himmel nicht sehe, wenn die Wolke da sind, das macht mir zu schaffen, das mag ich nicht. Also gerade die letzten 2 Tage waren so Tage, boah, das hasse ich. Und gerade da kann man die geistige Welt ja, mit als Partner zur Seite stellen. Also gerade in der Zeit bin ich noch mehr wie schon, ihr wisst, Gibi ist eh immer da, ob ich es will oder nicht, aber ich bin so dankbar gerade in der Zeit drum, wo ich mich dann öfters hinsetze und bewusst um Heilung bitte. Aber, und das ist mir auch wichtig, euch zu sagen, das muss nicht immer, weil ihr wisst ja, ich möchte auch, dass die Spiritualität alltagstauglich wird. Es ist für mich wirklich, es ist ein Glaube, es ist Glaube an Gottes Spiritualität, es ist einfach der Weg
zu Gott oder mit Gott zu gehen. Und für mich gehört eben das Jenseits auch mit dazu, weil die Seele trübe sind genauso Gottes Seelen wie mir. Und es hat auch viel mit Jesus Christus und mit der Bibel zu tun. Aber damit möchte ich euch jetzt gar nicht langweilig. Aber es ist eben nicht diese ESO, ja, dieser ESO-Hype für mich, die Spiritualität, wie es gerade ist, sondern es ist was Bodenständiges, es ist ein Glaube einfach. Und gerade in der Zeit, wo es jetzt uns vielleicht nicht so gut geht, wo uns die Sonne fehlt, gerade da die geistige Welt auch im Alltag mit einbauen. Also wenn ich viel Stress habe auf Arbeit, dann bei mir ist es so, dass dann Gibi schon kommt und mich beruhigt. Und gerade wenn ihr am Anfang eurer, ja, Spiritualität ist wieder doof, weil ihr glaubt, sonst würdet ihr nicht den Podcast hören, am Anfang auf dem Weg, die geistige Welt wahrzunehmen, so ist es richtig, nimmt man sie nicht immer wahr. Das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge. Gerade wenn uns nicht so gut geht, dann sind wir von der Energieschwingung sehr niedrig. Und wie ich euch schon erklärt habe, die geistige Welt ist sehr, sehr hoch in der Schwingung. Und dann ist es halt so, wenn es uns nicht so gut geht, dann nehmen wir die geistige Welt auch nicht so wahr oder nicht so schnell. Und trotzdem könnt ihr euch immer sicher sein, auch wenn ihr sie jetzt im Moment nicht spürt oder das Zeichen, dass euch der Geistführer gegeben hat, vielleicht das letzte Mal aus der Meditation, die ich euch aufgesprochen habe, sie sind trotzdem da. Und ich habe es gerade am Anfang, wo das jetzt, wo Gibi zwar immer da war, aber ich noch nicht zum Vertrauen war, ganz ehrlich, gerade auf Arbeit, wenn es dann gerade stressig war oder ich down war oder mir es nicht so gut ging, bin ich echt auf die Toilette. Also ich meine, aufs Klo muss ja jeder mal. Und bin halt mal eine Minute länger geblieben und habe mal die Augen zugemacht und habe mich mit meinem Geistführer verbunden und genau, habe in dem Moment einfach um Heilung oder um Energie gebetet. Und das ist was, was ihr im Alltag, also mittlerweile ist es bei mir so, wenn ich im Auto im Stau stehe, verbinde ich mit Gibi und lass mir Heilenergie geben. Wenn ich irgendwo stehe oder im Wartezimmer beim Arzt, dann bitte ich die geistige Welt um Heilenergie. Gut, bei mir ist es im Autofahrt eh so, dass Gibi mich immer die Fahrt über unerhält, wie ihr wisst. Aber das ist für mich so das Alltäglich, dass ich dann dran denke, oh, habe jetzt gerade Zeit, komm, Gibi, gib mir mal ein bisschen Heilenergie, dass es mir besser geht. Und das heißt ja nicht, dass ich dann das Kissen in der Arztpraxis auspacke, mich auf den Boden hocke und meditiere. Nee, ich sitze dann ganz normal auf dem Stuhl, habe die Augen auf und ja, bin einfach nur vom Fokus her bei beim Kehlkopfchakra und halt bei Gibi und noch intensiver mit ihm verbunden. Also es bedarf echt nicht viel. Ihr könnt es im Alltag einbauen. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr mit ihnen abends kuschelt, euch mit eurem Geistführer verbinden und einfach um Energie für eure Kinder bitte. Wisst ihr, es ist so einfach, also für mich ist es halt mittlerweile so einfach, das alles einfließen zu lassen. Ich glaube, die Folge geht doch mehr um heute ins Heilung-Thema, weil was auch noch eine schöne Geste oder schön ist, finde ich, man kann zum Beispiel auch sein Essen segnen. Auch das ist Spiritualität. Das heißt, wenn ich mich bewusst hinsetze zum Essen, das Essen auch im Moment bewusst wahrnehme, mich bedanke bei der geistigen Welt und auch bei Gott für das Essen, das ich auf dem Tisch habe, aber bei mir selber, dass ich gekocht habe, dass ich arbeiten gegangen bin und mir das Essen zu ermögliche und euch dann wieder mit der geistigen Welt verbinde und um Heilenergie bitte und das Essen segne, also die Energie ins Essen fließen lasse. Damit kommt das Essen höher in die Schwingungen, weil wie ist es oft, die Ware kommt in den Supermarkt, also die kommt ja schon vom LKW, der LKW-Fahrer ist vielleicht gestresst, weil er im Stau steht, ja, also um das Essen ist ja immer Stress, die Lieferzeit, dann wird es gestresst in die Supermärkte, ins Regal gestellt, mir komme gestresst und kaufe ein und komme gestresst nach Hause und stelle es hin, also das Essen ist ja eigentlich schon gestresst, dass mir esse. Deswegen kann man hier ein bisschen den Stress einfach rausnehmen, bevor es in unseren Organismus kommt und einfach mal bewusst kurz werde und Heilenergie reinfließen lasse, damit, ja, das Essen gesünder ist, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Ja, dass es leichter bekömmlich ist, ich drücke es mal so aus. Ihr könnt zum Beispiel euer Wasser segnen, indem ihr euch wieder mit der geistigen Welt verbindet, eure Hände aufs Wasser legt und die Energie reinfließen lasst. Ihr könnt euer ganzes Wasser, ihr könnt die Wasserhähne, ja, ihr könnt euch mit der geistigen Welt verbinden und um Energie bitte und diese Energie einfließen lassen. Ihr könnt euch an den Kühlschrank stellen. Also es ist so viel möglich. Das ist für mich auch etwas, wo für mich mittlerweile zum Alltag dazugehört. Das ist so Spiritualität alltagstauglich, genau. Ihr könnt zum Beispiel auch
auf ein Blatt Wasser, auf ein Blatt Papier, auf ein Blatt Wasser. Ich war schon wieder weiter, ich habe schon wieder weiter gedacht. Zum Beispiel Liebe schreibe und euer Wasserflasche auf diesen Zettel, geht euer Herz auf, weil ihr wisst ja, Wasser ist auch Energie und diese Energie kann ich in Anführungszeichen programmieren. Da gibt es ja diverse Versuche, wo zum Beispiel genau Wasser eingefroren worden ist und ein Teil des Wassers positiv, also mit positiven Zetteln eingefroren wurde sind und ein anderes Wasser mit negativen, also ich hasse dich, zum Beispiel eingefroren wurde ist. Und dann sieht man an den Glaskristallen von dem positiv programmierten Wasser, wie schön die Kristalle sind und bei dem negativ programmierten Wasser, wie, ja, das sieht man echt, wie traurig diese Eiskristallen fast schon aussehen. Genau, das war jetzt ein Exkurs, kam mir gerade, vielleicht kann jemand das gerade brauchen. Keine Ahnung, warum ich davon angefangen habe. Genau. Was im Moment auch so Thema ist, was ich immer wieder gefragt werde, wie das eigentlich für mich ist als Mädchen mit den ganzen Sitzungen und die Schicksalsschläge, die ich in der Praxis sitze habe oder auch wenn ich on Tour bin, wie das für mich ist, wie ich das verarbeite. Ich muss sagen, für mich sind alle Sitzungen wunderschön. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber es ist einfach so, es ist wunderschön. Ich sitze in der Liebe von der geistigen Welt und also das ist Wahnsinn, wie viel Liebe ich da spüren darf. Und ich sehe nicht nur die Trauer gegenüber sitze, sondern ich bin in denen Momenten ja medial unterwegs. Ne? Das heißt, wenn ich einen Jenseitskontakt gebe, dann kriegt jeder, der bei mir schon war, der weiß das zu mir gesagt, dass ich dann in der nächsten Stunde nur bei dem Verstorbenen bin, dass ich medial, also dass ich mich mit dem Verstorbenen verlinke sozusagen und dann in der Zeit aber auch nur bei dem Verstorbenen bin und mich sensitiv ausklinke. Ne? Die Gründe, die kennt ihr, da langreich meine ich euch jetzt die Unterschiede, warum habe ich euch jetzt schon mehrfach erklärt. Und das sage ich dann aber auch, wenn die Sitzung zu viel ist und man dann mal abbrechen möchte, dann muss man mir das sagen, das bekomme ich nicht mit. Also ich bin da, aber ich bekomme es auf der sensitive, emotionale Ebene nicht mit. Und nach dem Kontakt bin ich immer für jeden da und fange auf. Aber halt in der Sitzung bin ich verbunden mit dem Verstorbenen. Und das heißt, ich habe in den Momenten nur den Blickwinkel von den Verstorbenen und bin nicht in der Trauer meines Gegenübers. Und ich bekomme immer ja alles aufgezeigt und schön gezeigt, also schön erklärt. Also von daher bin ich in dem Schicksal ja nicht drin. Ja, natürlich sehe ich die Bilder vom Unfall. Manchmal fühle ich, wie sich das Sterben anfühlt. Gerade bei Krankheiten kriege ich am Körper gezeigt. Ich bekomme kurzzeitig Schmerzen. Das ist schon alles klar. Aber man muss es mir ja zeigen, dass ich die ganzen Dinge übersetzen kann. Und trotzdem sind die Kontakte wunderschön, weil ich immer die Botschaften weitergeben darf. Ich darf die Liebe aus der geistigen Welt weitergeben. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ich kann euch nicht zeigen, wie viel Liebe da ist und wie viel Heilung in diese Kontakte fließt und wie wunderschön es ist, als Medium da zu sitzen und zu sehen, ey, meinem Gegenüber darf gerade in die Heilung gehen. Und wisst ihr, wie schön das ist? Ich habe jetzt gerade gestern so schöne Feedbacks bekommen. Wie ihr ja wisst, hatte ich letzte Woche diese Live-Demo in Kaiserslautern und nochmal danke an alle Menschen, die da waren, für eure mega schöne Feedbacks. Und dann im Nachhinein zu lesen, was das bedeutet, ne, ich hau dann immer so die Jenseitskontakte, gerade die Live-Demos raus. Und ich bin ehrlich, als Medium ist einem nicht immer bewusst, was man da eigentlich jetzt gerade wieder anstellt. Weil ich bin sehr bodenständig, ihr kennt mich, ich stelle mich da auf keinen Podest. Ich bin genauso wichtig wie der Bäcker von nebenan, der mir das Brot bäckt, dass ich was zu essen habe. Ich bin genauso wie der Metzger, wenn man Fleisch isst, wo man das Fleisch isst. Ich bin genauso wie ein Arzt, der da ist, wenn man krank ist. Also ich bin nichts Besonderes in dem Sinn. Also ich mache meine Arbeit und die Arbeit will ich gut machen, weil ich weiß, dass mein Gegenüber mir vollstes Vertrauen schenkt und sich völlig öffne und mir die Seele offenlegen. Und das ist immer für mich wie so ein Herzchirurg, ja, ich arbeite an der offenen Seele. Und wisst ihr, wie schön es ist, zu lesen zu dürfen oder hören zu dürfen nachträglich, ey, Annette, ich dachte eigentlich, ich bin so im Klaren bei mir, also ich habe so die Trauer hinter mich gebracht oder da ist nichts mehr offen und wenn dann doch Kontakte kommen, die nochmal zeigen, okay, ich hatte doch noch ein Thema, das durfte teilen, ich hatte doch Schuldgefühle, das war mir gar nicht bewusst, wie tief die Heilung geht und oder zu hören, ey, Annette, du hast mir ermöglicht, dass ich weiß, meine Mama oder mein Papa oder wer immer ist immer noch da und sie begleite mich und die Liebe und das war mir vorher nicht bewusst und jetzt zu wissen, sie sind da, sie sind stolz auf mich, sie lieben mich,
Ey, wisst ihr, was du, das ist, könnte ich schon wieder anfangen zu blären. Mich berührt es immer so zu hören, weil, wie gesagt, das ist mein Job und ich hau dann die Botschaft raus und bin da ein Stück weit bestimmt distanziert, weil ich dann nur beim Verstorbenen sehe und erst im Nachgang erlebe ich oft, was das eigentlich bedeutet, was ich da mache. Also es sind ja die Verstorbenen, die die Heilung schenken. Ne? Man darf sich da als Medium nicht so wichtig nehmen und trotzdem berührt mich das ohne Ende. Und wenn ich dann immer wieder höre darf, so Annette, das ist echt deine Berufung, du lebst es mit Herz und Seele, boah, ein schöneres Kompliment könnte mir echt nicht geben. Also das so viel dazu, ob es für mich schwer ist. Nee, in keinster Weise, in keinster Weise. Ich hatte wirklich Respekt vor vielem. Also gerade am Anfang, wo ich gedacht habe, das habe ich euch schon mal erzählt mit den Kindern oder so der erste Selbstmord und so oder Unfall oder gerade junge Erwachsene. Es war alles schon da. Und trotzdem muss ich euch sagen, gab es keinen Kontakt, wo ich sage, den habe ich jetzt mitgenommen. Am Anfang hat es einem sicherlich oder mich mehr beschäftigt, wenn man so am Anfang ist bei der Einzelsitzung oder wie man halt, ja, da lernt man noch mehr das Jenseitig, sage ich mal, die Übersetzung, die Bilder zu verstehen, die man alle bekommt, die Gefühle, ja, da nimmt man das eher noch mit, weil man halt reflektiert und guckt und was hätte ich besser machen können. Das mache ich heute noch, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich bin dann auch völlig mit dem Verstorbenen verbunden und ich muss euch sagen, im Nachgang weiß ich oft vieles nicht mehr, weil ich wirklich in dem Moment dann da bin, im Jenseits und, oder vielmehr nicht ich im Jenseits, der Jenseits bei mir, oh Gott, nee, ich lebe dann Gott sei Dank noch. Und ich bin dann eins mit dem Verstorbenen und wenn dann im Nachgang, oder wenn ihr mir dann bei mir im Kontakt wart und dann noch, dann fragt an der in der Zeit, wenn ich dann manchmal Nachrichten 2-3 Tage später bekomme, manchmal weiß ich es noch, aber oft, wo ich die Dinge gar nicht mehr weiß, weil dann vergesse ich es, weil ich dann in dem Moment bin ich der Kanal, ja, und ein Telefon kann dir ja das Gespräch auch nicht mehr wiedergeben, so ein dummer Vergleich, aber es ist einfach so. Ja, ich reflektiere dann schon die Kontakte, aber danach und nicht mehr, wie ich es dann früher gemacht habe, tagelang. Also ich gucke dann danach, okay, was lief gut, was lief weniger gut, was habe ich jetzt erklärt bekommen, aber ich bekomme immer noch Dinge erklärt bei der Jenseitskontakt, also was ich wunderschön war, es muss so Erklärung, da war eine Frau bei mir und die einen Kontakt zu ihrem Sohn bekommen hat und der Sohn hat mir dann gezeigt, dass der Bruder, also die Frau vom Bruder, nicht der Bruder, aber er war mitschwanger, genau, schwanger ist. Und das wusste noch niemand und die war ganz erstaunt, dass ich das wusste. Und er mir gezeigt hat, er bringt das Kind rüber, er ist wie der Pateronkel im Jenseits, also der verstorbene Sohn. Also so Dinge, da kriege ich dann erklärt, okay, das wusste ich so auch noch nicht, dass die Kinder oder die Babys gebracht werden, also die kommen nicht allein auf die Welt, sondern sie werden von unserer Familie angehört, von unseren Lieben, die schon drüber sind, gebracht. Also dieser Spruch, man kommt allein auf die Welt und man geht allein, kann ich nicht bestätigen, den muss ich, also aus meiner Arbeit raus revidieren, weil mir werde gebracht, begleitet auf diese Welt und mir werde begleitet, wenn wir ins Jenseits gehen. Also das ist das, was ich euch sage. Also wie ich es gezeigt bekomme, die Jenseitskontakte und erlebe, genau. Was also im Moment mich immer wieder einholt und Thema ist, ist die Sensitivität und das Sensibelsein. Ich muss ja euch jetzt wieder in diesem Moment sagen, es ist Annettes Welt, Annettes Wahrheit. Ne? Meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sagen. In allem, was ich sage, nimm das, was für dich stimmig ist und der Rest lässt bei mir. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen Sensitivität und Sensibilität. Ich kriege im Moment, ich bin ehrlich, Plack und Pickel, wenn ich irgendwo lese, Seminare, hypersensible Kinder, ja leck mich am Arsch. Aber ganz ehrlich, wenn ich hypersensibel bin, dann habe ich wirkliche Probleme im Leben, dann geht es mir nicht gut. Sensibel heißt, ich nehme mir Dinge brutalst ans Herz, ich mache mir über vieles Gedanken, ich fühle mich traurig, ich bin sensibel. Also das ist so für mich, also ja, ich nehme mir halt die Dinge schnell zu Herzen, ich bin vielleicht mal schnell beleidigt, ich bin sensibel. Das ist Sensibilität und Sensitivität, das, was vermutlich oft gemeint ist, aber falsch ausgedrückt, sorry, kriege ich Plack. Sensitivität ist die Empfindsamkeit, das sind für mich der 7. Sinn, der 6. Sinn, nenn es wie ihr wollt, die Antenne, die man einfach hat.
Das ist Sensitivität, gehört für mich auch die Empathie dazu, dass ich mein Gegenüber fühle, dass ich ihn wahrnehme, dass ich spüre, wie es mein Gegenüber geht. Dazu muss ich kein Medium sein, muss ich euch auch offen und ehrlich sein. Und trotzdem geht es in unserer Gesellschaft so verloren, dieses empathisch sein, Mitgefühl für mein Gegenüber zu haben, zu fühlen, wie geht's dem, einmal auszusprechen, hey, dir geht's aber heute nicht so gut, gell? Nein, wir müssen überall die Grenze wahren und oh, das geht uns nichts an, wie es meinem Gegenüber geht, ganz ehrlich, da kriege ich auch Plack. Also wisst ihr, da kommt mir gerade die Storys, wenn ich dann irgendwo lese oder höre, ich tue jetzt keine bewusst Nachrichten mehr hören und trotzdem kriegt man dann mit, wenn in der Nachbarschaft, also jetzt da, wo ich nicht wohne, aber in Großstädte dann Menschen, keine Ahnung, monatelang tot in ihrer Wohnung liegen und niemand kriegt es mit, sorry, in welcher Gesellschaft lebe ich eigentlich? Das ist für mich Empathie, einmal nachzufragen, wenn man Gegenüber nicht gut geht, also das nur am Rande. Und Sensitivität ist einfach diese Empfindsamkeit, ich nehme Dinge wahr, ich habe Bauchgefühl für irgendwas, ich weiß was, woher immer, ich muss jetzt lachen. Ich glaube, heute oder gestern war es mit einer ganz liebe Kollegin und Freundin Situation. Also die kriegt langsam Angst vor mir, wie ich auch manchmal vor mir selber. Sensitivität, je mehr ich damit arbeite, zumindest ist es bei mir so, wie gesagt, Annettes Welt, es prägt sich immer mehr aus. Ich weiß auf einmal Dinge, also bei mir ist ja, das habe ich euch das letzte Mal erzählt, ist das Hellwissen, was sich immer mehr ausprägt und fast zu meinem Haupt. Man sagt ja immer, ne, man hat verschiedene Kanäle als Medium, die Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, was auch immer. Also bei mir hat es mit dem Hellfühlen angefangen, was ich im Moment kaum noch habe, auch nicht in den Jenseitskontakten, sondern ich kriege ganz, ganz viele Bilder, also dieses Hellsichtige. Und dann kommt bei mir halt diese Hell, das ist Hellwissen und das prägt sich immer mehr aus in einem Tempo, da komme ich halt selber nicht mit. Dass ich Dinge auf einmal weiß und ich weiß nicht, woher es weiß. Also am Wochenende genau hatte Freundin mir geschrieben, ob wir mal reden können, sie müsste mir was erzählen. Ich wusste schon genau, was sie mir erzählen wollte, ohne dass ich mich in die Aura eingefühlt habe, ohne dass ich hingeguckt habe, sondern ich lese die Nachricht. In dem Moment wusste ich schon, okay, um das Thema geht's und es war so. Oder heute, wie gesagt, musste man so lachen. Ich frage die Kollegin, du wolltest nicht XY mit dir einen Termin machen und sie sagt, ey Annette, du machst mir Angst. Im Moment kam gerade die Einladung zu dem Termin, also so, dass man Dinge wahrnimmt, die in der Luft liegen. Also bei mir ist es halt sehr ausgeprägt durch die Arbeit, aber jeder von euch hat dieser siebte Sinn, dass man Dinge weiß und oft fehlt uns einfach das Vertrauen, es anzunehmen oder anzusprechen. Also halt diese alte Geschichte, die ich immer wieder sage, dass ich spüre, dass jemand hinter mir zu nahe kommt, wenn ich irgendwo einkaufe gehe. Ich denke an jemanden und er ruft an oder ich kriege von ihm eine Nachricht. Ich spüre, wenn es jemand nicht gut geht, traue mich aber nicht anzurufen. Macht's doch. Ihr könnt also... Am Anfang habe ich es immer so gemacht, wenn ich spüre, okay, XY geht es nicht gut, habe ich einfach treu doof angerufen und habe gesagt, na, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Natürlich habe ich dann gehört, mir geht es nicht gut. Weil mittlerweile ist es so, wenn ich habe vorhin gerade nach einer Freundin, wo ich gespürt habe, dir geht es nicht gut, habe ich eine Nachricht geschrieben, wie es ihr geht und sie geschrieben, ich muss schon wieder lachen, mir geht es halt nicht so gut, ich wusste, du meldest dich. Mach das einfach, weil umso schöner ist es auch umgekehrt, wenn ihr Menschen schreibt oder dich darauf anspreche, gell, dir geht es im Moment nicht so gut. Traut euch, sprecht die Dinge an, ach, es wird doch so viel verschwiegen. Ja, aber eigentlich wollte ich einfach auf diese Sensitivität und Sensibilität, also sensibel ist jemand, der empfindlich ist und nicht empfindsam. Also bitte, liebe Referende oder wie ihr alle heißt. Wenn ihr Schulungen und Workshops macht, dann informiert euch, was die Wörter heißen. Mich macht es echt langsam aggressiv, weil ein hypersensibles Kind in seiner Sensibilität zu fördern, da kriege ich Plack, da kriege ich die Krise. Das Kind ist empfindlich. Wollt ihr es noch empfindlicher machen, dass es nur in der Ecke hockt und sich Gedanken macht und vielleicht dauernd emotional ist und weinen muss? Dann geht in die Sensitivität, in die Empfindsamkeit. Ich empfinde, ich spüre, was um mich herum abgeht. Halleluja, das musste einfach mal raus. Was das mich dauernd im Moment irgendwie mir der Weg kreuzt und ich das einfach mal für mich in der pinken Welt geklärt haben will im Alltag. Genau, was im Moment auch Thema ist, klar, ich bekomme im Moment und ich freue mich wie Schnitzel unheimlich viel Termine anfrage. Das ist so schön. Und wollte jetzt einfach einmal in den Podcast drauf eingehen. Wenn ich mal nicht sofort auf eine E-Mail, also nicht am gleichen Tag antworte, das kommt im Moment manchmal vor. Zum einen habe ich jetzt eine Assistentin, die mir teilweise den E-Mail-Verkehr abnimmt. Und zum anderen, wenn ich selber euch antworte, kann das mal sein, dass ich mal, also gerade an der Wochenende werde ich nicht mehr antworten, auch nicht mein Büro, das habe ich mir abgewöhnt. Auch ein Medium hat Wochenende, weil das sind oft die meiste Anfrage oder Mails, wo ich dann bekomme, wo man dann Zeit hat und das ist auch schön, aber bitte
habe Verständnis, wenn ich dann erst montags antworte. Und ja, im Moment kommt mir doch immer mal wieder so, ja, wenn ich eine Terminanfrage habe und im Moment halt sagt, dass die nächste freie Termine Anfang Januar sind, doch ein bisschen Missmut manchmal entgegen. Für euch zur Erklärung, zum einen mache ich das im Moment nebenberuflich, das heißt, ich bin Freitag, Samstags in der Praxis, ab und zu auch sonntags, weil ich so furchtbar gern mache und trotzdem habe ich einfach gelernt, auch ein Medium braucht Ruhepause und wenn mir das für mich kein Arbeiter ist, sondern ich gehe in dem Job auf und trotzdem ist es Energie und die darf manchmal aufgetankt werden und von daher ist die Wartezeit im Moment länger, ja. Aber da muss ich auch sagen, das ist bei jedem guten Medium so, dass man nicht von heute auf morgen spontan einen Termin bekommt, weil man jetzt Urlaub hat oder wenn man gerade dran denkt. Nein, es ist einfach so, gutes Medium hat Wartezeiten. Ist bei den Fachärzten so, ist zwar ein doofes Beispiel und ich hasse es auch, wenn ich zum Facharzt muss, aber es ist nun mal so. Ich weiß, es ist doof, wenn man gerade ein Thema hat und eigentlich so Standortbestimmung möchte, via Aura-Reading. Ich kann es im Moment aber nicht ändern und wie gesagt, ich habe mit Kollegen gesprochen, ich tausche mich ja immer aus und weiß, dass es einfach so ist. Punkt. Ich würde euch gerne was Schöneres sagen. Und was ich auch manchmal vermisse, so, ist die Wertschätzung für die Arbeit. Die Nina hat es auch immer mal wieder kommuniziert, Pascal auch. Ja, wie soll ich das sagen? Wie oft werde ich mal, kriege ich kurz die WhatsApp, weil, oder von Menschen, die ich gar nicht kenne, oder E-Mail, oder werde gefragt, fühl dich da mal kurz ein und kannst du mir das sagen, was du da fühlst und was sagt mein Geistführer und wie sieht mein Geistführer aus? Sorry, muss es jetzt echt mal krass sagen. Ihr geht auch nicht, wenn ihr irgendwo einen Arzt seht, hin und sagt, sie, Entschuldigung, mein linkes Knie zieht, könnte sie mir sagen, was das ist. Ihr geht an, wenn ihr irgendwo einen Architekt seht und sagt, sie, ich möchte gerade Haus bauen, könnte sie mir das mal kurz aufmalen. Also seid mir nicht böse. Also das erlebe ich halt immer wieder und das macht mich dann doch ein bisschen sauer, weil ich halt sehr respektvoll mit der geistigen Welt bin und sehr achtsam und vor allem sehr dankbar und es dann sehr schade finde, weil im Endeffekt seid ihr, oder sind diese Menschen respektlos gegenüber der geistigen Welt und gar nicht mir. Also da würde ich mir einfach wünschen, wir bekommen Respekt. Ich weiß, ich stehe für Humor und ich stehe für Alltagstauglichkeit, für Spiritualität und trotzdem bin ich ein sehr respektvoller Mensch gegenüber der geistigen Welt. Aber wenn mit GBI immer alles sehr lustig rüberkommt und es ist mega lustig, da steht schon wieder neben mir, ich muss lachen. Aber trotzdem würde ich mir einfach mehr Respekt wünschen. Also das ist noch was, wo ich einfach mal loswerden möchte und hab da Nachsehe für mich, dass ich da auf so Mails, es bekommt jeder immer Antwort, aber dass ich da drauf nicht eingehe auf die Frage, weil erstens aus der Ferne irgendeine Situation zu beurteilen, die ein paar Tage zurückliegt oder manchmal Woche oder Jahre, das ist mir nicht möglich. Und einfach aus der Ferne oder es ist zwar alles möglich, wie ich immer poste, aber alles doch mit Sinn und Verstand, sorry. Weil, ihr wisst, ich stehe halt für Bodenständigkeit und ich kann mit dieser ESO-Szene und wir fühlen uns da ein und hier und Sala und wir singen dabei, ist nicht meine Welt, sorry. Und das wisst ihr auch. Genau, dieser Podcast war heute etwas ernster, sind einfach Themen gewesen, die mich beschäftigen, die auch ein gewisser Ernst verlangen. Ich verspreche euch, die nächste Folge wird wieder humorvoller, aber das war einfach mal Zeit, die Dinge zu sagen und euch auch zu erklären. Dann nochmal eine große Bitte, wäre super lieb, wenn ihr euch mal eine Minute für mich Zeit nehmt und bei iTunes eine Bewerbung reingebt, macht es einfacher für mich, dass ich bei iTunes einfach gelistet bleibe, auch für euch, die den Podcast hören, ihr möchtet mich sicherlich weiterhören oder ich fände es mega schön. Wie immer freue ich mich über eure Feedbacks und was mega, mega cool wäre, Themenvorschläge, weil ich so langsam das Gefühl habe, ich habe euch schon alles erzählt und möchte mich auch nicht wiederholen oder schickt mir Frage, weil ich will euch auch nicht jede Woche dasselbe erklären und viele von euch kriegen immer viele Zuschriften als Nachrichten und es gibt ganz viele Menschen, die den Podcast so gerne hören, denen der wichtig ist, so wie mir und ich liebe euch dafür und ich sage nur Dankeschön. Aber ich kann es halt nur wöchentlich wirklich aufrechthalten, wenn ihr mitmacht und mir Themen gibt, was euch interessiert. Ansonsten würde ich den Intervall irgendwann wahrscheinlich doch ein bisschen nach oben schrauben, also dass ich dann alle 2 Wochen mache oder so, weil, wie gesagt, ich möchte euch nicht langweilen und euch Themen erzähle, die ich euch schon erzählt habe. Genau. Ansonsten
war es das jetzt. Der Podcast kommt am Samstag raus. Ich nehme sie immer ein paar Tage früher auf. Morgen geht's, wird gepackt und dann freue ich mich, nach Prenzlau zu fahren, zum Medium on Tour. Es wird so meine weiteste Reise dieses Jahr und bin schon gespannt und schon ganz aufgeregt und hoffe, dass es mit der Zugverbindung klappt, weil ich weiß nicht, wie oft ich die jetzt schon umbuchen musste. Aber alles hat seinen Grund und es wird schon gut werden. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Mir fällt gerade an, es ist ja jetzt Allerheiligen und Halloween, vielleicht kein Wunder, dass ich ein bisschen so ernster war. Naja, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Und ganz wichtig, sing pink.